insgesamt 532 Kandidatinnen und Kandidaten eingeschickt. Insgesamt konnten wir 50 Damen und Herren für die Pre-Selections vor zwei Wochen, die hier stattgefunden hat, einladen. Davon haben es dann insgesamt 32 in die Show geschafft und heute sind 8 bei dieser Show dabei. Nun, bisher hatten wir 10 Halbfinalisten und Finalistinnen. Heute sollten noch 3 dazukommen, dann haben wir im Halbfinale nächste Woche 13 Halbfinalistinnen und Finalisten. So läuft es bei uns. Der Unterschied zu anderen Shows ist bei uns ganz ein einfacher. Es gibt heute kein Publikumsvoting. Sie müssen nicht ein SMS schicken für Ihren Kandidaten. Sie müssen nicht 40 Leute mitbringen, dass Sie ins Halbfinale und ins Finale kommen. Nein, das ist alles nicht so. Und auch die Kandidatinnen und Kandidaten, die heute hier von dieser Bühne runtergehen, die werden nicht demoralisiert, sondern motiviert von unserer Jury, denn sie bekommen ein konstruktives Feedback. Das unterscheidet uns von vielen, vielen anderen und zahlreichen Shows. Last but not least, ihr bleibt auch vertragsfrei. Es gibt keine Knebelverträge, daher vergesst so manches Fernsehformat, kommt hier in den Fischerpark zu The Voice und ihr seid richtig aufgehoben. Jetzt geht's los. Ich darf Ihnen unsere hochmotivierte und kompetente Jury vorstellen. Einerseits gleich einmal in der Mitte sitzen, die Veranstalterin dieses Wettbewerbes, PR-Expertin und natürlich auch seit 16 Jahren oder eben schon seit 17 Jahren. Haltet sie die Fahnen für die österreichischen Musikerinnen und Musiker hoch, auch als Dozentin für Popmusik am Konservatorium. Herzlich willkommen, Helga Matzka. Die nächste bezaubernde Dame heute bei uns in der Jury, und es war gar nicht einfach, Damen, kompetente Damen bei uns in die Jury zu bekommen. Es sind so viele Herren in dieser Branche tätig, aber eine junge Dame ist bei uns in der Jury und die ist schon einigermaßen lang in dieser Branche tätig. Sie hat übrigens auch bei diesem Wettbewerb mitgemacht. Ich habe nachgeschaut im Jahr 2005. Das ist doch schon ein Zeitalter her. Damals war sie noch ein bisschen jünger als jetzt. Als sie dann teilnahm, hatte sie ein Jahr später schon eine Formation, eine Band, die nannte sich Lutenberger Klug. Und diese Band hatte, ich habe das aufgeschrieben, 178 Wochen Chart-Erfolge. Wenn man das zusammenrechnet, sind das 3,4 Jahre, wo die Christi Klug nichts anderes gemacht hat, als sich selber im Radio gehört. 3,4 Jahre lang. Dann hat sie noch zweimal, was sie für den Amadeus nominiert, und die aktuelle Single, die heißt Farbenfroh. Christi Klug, herzlich willkommen bei uns in der Jury. Eine Ewigkeit, wirklich, so lange in den Charts, fantastisch. Damit ist sie auch übrigens die Erstplatzierte von allen Siegerinnen und Siegern, die in den letzten 16 Jahren gewonnen hat. Chrissy Klug führt weit abgeschlagen an erster Stelle, dann kommt lange, lange, lange nichts. Dann kommt der James Cotwell mit 125 Wochen in den Charts, auch noch jede Menge. Großartiger Erfolg einer österreichischen Künstlerin. Nun, der nächste Mann, der jetzt bei uns in der Jury sitzt, zwei Damen bei uns erstmals in der Jury, ein Mann ganz rechts außen, hier von der Bühne aus gesehen. Er ist der Senior-Chef, könnte man sagen. Senior A&R-Manager, so heißt es eigentlich ganz genau, von Sony Music Austria. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sony Music Austria und speziell Rudi Rudolph bei uns heute in der Jury ist. Er wird natürlich schon schauen, wer könnte vielleicht für die Plattenfirmen in Zukunft interessiert oder interessant sein. Riesenapplaus, Rudi Rudolph! Last but not least darf ich Ihnen einen Mann vorstellen, der 35 Mal für den Amadeus nominiert wurde, also seine Produktionen für den Amadeus nominiert wurden. Und 70 Mal waren seine Produktionen in den österreichischen Top 40, aber auch in den deutschen Charts vertreten. Er hat zum Beispiel gleich einmal Christina Stürmer produziert, er hat zum Beispiel Tag zweimal produziert, Florek produziert, er hat zum Beispiel James Cotwell produziert, er hat zum Beispiel Lutenberger Klug produziert und viele, viele andere Künstlerinnen und Künstler in Österreich. Kaum jemand, der nicht schon sein Studio besucht hat und dort mit Erfolg hinausgegangen ist. So wird es vielleicht auch sein bei der Siegerin und dem Sieger von The Voice 2018, denn er und niemand anderer wird den Sieger oder die Siegerin unter seine Fittiche nehmen. Ich begrüße Sie mit einem heftigen Applaus. Alexander K. Last but not least, heute aber nicht in der Jury, aber ein Mann hat noch Platz genommen bei der Jury, weil er
vielleicht sich ein bisschen umhört, was denn die Jury da zu sagen hat. Dass wir in diesem Haus sein dürfen mit The Voice 2018, exklusiv hier im Fischerpark, haben wir einen Mann zu verdanken, der hier dieses Haus leitet und der Senderchef ist, Christian Stahl. Herzlich willkommen. So, das war's jetzt. Alle Formalitäten haben wir jetzt erledigt. Jetzt geht's wirklich zur Sache. Jetzt darf ich euch bitten, packt eure Rampensäue aus, denn jetzt geht's los. Das Publikum wartet, da wollen jetzt ein paar losgelassen werden. Ich darf euch einladen, bei uns zu bleiben, mit uns zu bleiben, denn jetzt kommen vielleicht die Stars von morgen, die hier im Fischerpark jetzt schon einmal losgehen. Start Nummer 1, Applaus für den Christian, bitteschön. Der Christian kommt aus Oberösterreich, 32 Jahre jung oder alt, wie ist das? 32 Jahre alt, aber jung geblieben. Jung geblieben. Also wenn man ein bisschen googelt, den Christian Reisinger, wenn Sie das vielleicht nach der Show machen wollen, da werden Sie auf das eine oder andere Video kommen und da gibt es so etwas wie einen Europameister im Karaoke-Singen oder so. Das bist du auch. Im Karaoke-Singen bin ich viel zu Europameister geworden, aber Staatsmeister. Staatsmeister, okay. Jetzt bist du doch schon mit 32 Jahren etwas fortgeschritten in der Musikbranche. Was hast du bisher getan? Also ich habe lange, lange leider nichts gemacht, also Musikfolgschule, Musikhauptschule, lange nichts. Jetzt seit 5 Jahren bin ich tätig in dem Musikbusiness. Voll im Geschäft? Mehr drin. Okay, schreibst du eigene Songs? Schreibe eigene Songs. Okay, in welche Richtung geht es dann? Also die Songs, es geht ja vor allem eine Popmusik. Und ich versuche mich auf meine Idole zu hängen. Sei es mir Roger Zizzo, Roger Zizzo schaffe ich nicht ganz, sei es mir auch nicht, oder was machst du? Beruflich bin ich jetzt neu orientiert und bin neben der Studie. Okay. Ich studiere Musik und Theologie. Das kann man brauchen. Kann man brauchen? Ja. Also, ich habe gehört, bei dir hat jemand gesagt, wenn Queen keinen normalen Sänger brauchen würde, sie würden dich vorschlagen. Wenn sie anrufen, bin ich bereit. Okay, gut ist. Also, Christian, wo sind deine Fans? Hinten und links. Ihr dürft jetzt klatschen und laut alle einen Applaus für die Startnummer 1, der Christian. Satisfy yourself. Hey! Do what you want, 'cause every
einer Höfe. Gar nicht so einfach. Jedenfalls herzlichen Dank für diese tolle, für diesen tollen Einstieg. Wir starten mal jetzt nicht. Ja. Was sagt die Jury? Alex, bitte. Christian, danke für dieses wunderschöne Intro. Das Liebesystem kommt so schwer technisch zu singen, weil du permanent zwischen Brust- und Kopfstimme wechselst. Das hast du hervorragend gemacht. Also ich bin schon auf den zweiten Titel sehr gespannt. Aber in Oberösterreich und in der Steiermark, da kommen wieder die größten und meisten Talente. Und ich bin auf dem zweiten, singst du wieder Englisch oder Deutsch? Ich singe wieder Englisch. Ja. Also ich bin schon sehr gespannt. War auf jeden Fall ein sehr solider Auftritt. Vielen herzlichen Dank. Aber ich habe deinen Einwand verstanden, Alex, er schreibt auch deutschsprachige Songs. Das wolltest du auch noch erwähnen, oder? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, sagst du. Ich schreibe auch deutschsprachige Songs. Dialekt, Hochdeutsch? Hochdeutsch. Und du hast gesagt, also solltest du das Rennen weitermachen, dann vielleicht auf Deutsch. Genau. Ja, na gut ist. Hat die Jury noch was zu meckern? Hast du nichts zu meckern? Dankeschön, Applaus für den Christian. Vielen Dank. Wir haben es ja schon beim Soundcheck gehört. Heute ist sowas wie ein Finaltag. So viele gute Talente heute bei der vierten Show. Wir sind wirklich neugierig, wie sich da heute die Jury entscheiden wird. Und ich bin überzeugt, da wird heute noch so mancher Kopf rauchen. Aber schauen wir doch mal. Start Nummer 2, Daniela Schmidt, bitteschön. Also von Niederösterreich kommst du? Genau. Keine weitere Anreise? Nein, gute Dank. Wie alt bist du? Ich bin 29. Was machst du beruflich? Ich bin derzeit in Karenz, ich habe ein kleines Baby zu Hause, aber ich bin auch Stylistin und Geschäftsführerin eines Karls. Okay, ja. Gut. Stylistin kann man ja gut gebrauchen für den Job, oder? Ja, ist praktisch für mich selbst auf jeden Fall. So, wie schaut es aus, wenn du jetzt so 2-3 Jahre in die Zukunft blicken würdest? Wo siehst du dich da musikalisch? Ja, ich würde mir natürlich wünschen, ist ja so weiter, eigene Songs. Schreibst du eigene Songs? Ich beschäftige mich gerade sehr viel damit. Ich habe auch viel Zeit, ich bin ja zu Hause. Hast du da Zeit? Zeit? Ich habe sehr viel mit Bands gemacht. Keine ja, Bands? Aber Bands, genau. Okay. Fans hast du mit? Ja. Der erste Zuschrift? Ja, da auch. Manche haben ein Handy in der Hand, die können jetzt nicht. Die können nur fotografieren, habe ich da angeladen. Ich lade euch ein, meine Damen und Herren, auch da oben in der ersten Reihe am ersten Stock. Bitte einen Applaus für die Startnummer 2. Es ist die Daniela. So much that you deserve.
The only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, you tried to make me forget away.